Mannschaftsfoto mit dem Landeschef. Das Team des Chemnitzer FC wieder etwas entspannter. Mit seinem Besuch will Ministerpräsident Michael Kretschmer sich selbst einen Eindruck machen von der Stimmung im Verein. Denn die wurde zuletzt deutlich überschattet. Das Gedenken für einen rechtsextremen Fan im CFC-Stadion hatte bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Stippvisite in der Kabine. Dass die Saison des CFC richtig gut läuft, spielte zuletzt kaum eine Rolle mehr. Stürmer Daniel Frahn, der nach den Ereignissen gesperrt wurde. Es gab schon mal bessere Tage als die letzten, aber es hilft uns einfach in solcher Situation dann auch die Unterstützung von außen zu bekommen. Wenn ich helfen kann, lassen Sie mich's wissen. Aber die wesentlichen Dinge müssen Sie selber machen. Ja, das wissen wir, das tun wir auch. Aber uns ist schon wirklich geholfen, wenn Sie von helfen sprechen. Kretschmer als Mutmacher. Er will wissen, wie die Spieler die Ereignisse erlebt haben, aber auch, wie sie nach Chemnitz gekommen sind. Doch für alle die wohl wichtigste Frage, wie kann es weitergehen mit dem krisengebeutelten Verein? Und jetzt muss es wieder nach vorn gehen. Das wollte ich den jungen Leuten sagen. Es geht ja darum, dass sie Vorbilder sind, dass sie auch eine tolle sportliche Leistung haben. Und deswegen müssen sie auch bei diesen Fragen Haltung zeigen. Das haben sie gemacht und das wollte ich ihnen auch nochmal sagen, dass ich mich darüber freue und dass ich das auch anerkenne. Ich glaube, da werden alle hier in Chemnitz, also natürlich die Mannschaft, aber auch das ganze Umfeld, sehr vom profitieren. Ein Besuch, der vielleicht helfen kann, damit endlich wieder der Fußball im Mittelpunkt steht.